Ich kenne natürlich und habe in meinem Leben viele Mitglieder sozusagen der ersten Generation kennengelernt. Die waren dann natürlich etwas älter als ich, denn ich bin 1965 geboren worden und die erste Generation im Durchschnitt älter. Aber insbesondere als ich dann Zivildienst angefangen habe und als ich später dann angefangen habe, hier in Bremen zu studieren, habe ich natürlich Mitglieder und Angehörige der ersten Generation kennengelernt. Häufig waren das allerdings dann Eltern von Freundinnen und Freunden. Das sind nicht viele, aber es gab sie und dadurch gibt es auch einen persönlichen Bezug. Die Menschen, die sich in den 60er und Anfang der 70er Jahre hier nach Deutschland aufgemacht haben, die haben ja im Prinzip gar nicht richtig gewusst, in vielen Fällen, was sie erwartet, sind als Arbeitskräfte gerufen worden und, wie Max Frisch, der Schweizer Schriftsteller, gesagt hat, sind als Menschen gekommen und haben sich ja unglaublich hier engagiert, haben sich erstmal natürlich in ihrer Arbeit etabliert, haben dann ein Haus aufgebaut mit ihrer Familie ganz häufig, haben sich hier eingerichtet und haben dann ja auch begonnen, sich gesellschaftlich und politisch zu engagieren. Es gibt ganz, ganz viele, die sich ja auch aus der ersten Generation politisch engagiert haben, zum Beispiel in den Gewerkschaften. Und das finde ich auch persönlich eine ganz tolle Sache. Ja, ich finde, Helmut Haffner ist gar nicht genug zu danken und der Stiftung, sich dieses Themas anzunehmen. Wir denken häufig, was auch ganz wichtig ist, wir kümmern uns um Flüchtlinge, die Menschen, die jetzt zu uns kommen, und wir vergessen diejenigen, die schon viele Jahrzehnte hier gelebt haben. Und ich finde es deshalb so wichtig und so richtig, dass Helmut Haffner und die Stiftung und seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter dieses Thema in den Mittelpunkt jetzt auch mal gerückt haben, weil es einfach so wichtig ist und weil es wichtig ist, von der Mehrheitsgesellschaft, wenn ich das so formulieren darf, etwas zurückzugeben von dem, was uns die Menschen, die in erster Generation hier eingewandert sind, gegeben haben. Und deshalb unterstütze ich das natürlich nach Kräften und finde, es ist ein ganz wichtiges Projekt.